Kurznachrichten. Liebe Schlagerfreunde, liebe Schlagerfreundin Don Don. Und nun das Dossier. Eine Buchvorstellung der Kameraden von Nuo Wieso. Es geht um das Buch von Dr. Helmut Höver. Der lebt in Weimar. Das ist in Thüringen meine Heimat. Dort war er mal Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, also ein Beamter in Höhen, in denen schon mal die Luft dünn werden kann. Vorgestellt wird er vom Nuo Wieso Moderator Robert Stein, mit dem ich mich in München auch treffen konnte. Es waren nur ein paar Minuten, immerhin gibt es ein gemeinsames Foto. Er stellt vor Dr. Helmut Röver und Willi Wimmer, der ebenfalls zu Gast ist. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei uns im Programm. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit zwei ganz besonderen Gästen, nämlich zum einen mit Dr. Helmut Röver. Er war früher Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes und wir sprechen mit dem ehemaligen parlamentarischen Staatssekretär Herrn Willi Wimmer. Ich werde mit beiden über das neueste Buch von Herrn Dr. Röver sprechen, Nicht mein Krieg, Deutschland und der Ukraine-Konflikt. Herr Röver hat sein Tagebuch der letzten 2,5 Jahre veröffentlicht und bei der Gelegenheit möchte ich Ihnen die beiden Herren in ihre Vita kurz vorstellen. Zum einen Herrn Dr. Röver, er war früher Offizier bei der Bundeswehr in der Panzertruppe, hat anschließend studiert, nämlich Rechtswissenschaften, Geschichte und Volkswirtschaftslehre. Nach seinem zweiten Staatsexamen hat er 1982 promoviert, war zunächst als Rechtsanwalt tätig und ist dann in den Staatsdienst eingetreten, und zwar konkret beim Bundesministerium des Inneren im Verfassungsschutz. Und in dieser Verwendung war er dann auch von 1994 bis 2000 Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes. Und Herr Willi Wimmer, ja, Herr Wimmer, wie packt man 80 Jahre in eine kurze Vita? Er war von 76 bis 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er hat Rechtswissenschaften studiert. 1959 ist er damals schon in die CDU eingetreten. Von 85 bis 88 war er verteidigungspolitischer Sprecher bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Von 88 bis 92 war er eben parlamentarischer Staatssekretär bei Verteidigungsminister Stoltenberg damals. Und von 94 bis 2000 war er Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Zwei Männer, die ihr Leben lang im Staatsdienst waren und bestimmt viel zu sagen haben über dieses Buch und weit darüber hinaus. Also dieser Robert Stein spricht schon sehr charismatisch, eine wunderbare Pronuancierung, kann ich mir sehr gut vorstellen, zwischen einzelnen Akten bei einem derben bayerischen Volksstück in einem kleinen Theater. Robert, hätt's mal lieber das gemacht, nie mit dem Thomas Röper, locker, hätt's weniger Ärger, und der Röper und uns, er ist halt ein Preuß, und ein Preuß ist auch ein wenig Russ. Aber lassen wir uns von den beiden Sonoren, aber lassen wir uns von den beiden honorigen Herren erstmal erklären, wie sie sich kennengelernt haben. Sehr schön. So, ja, ich habe in alten Kalendern geblättert und festgestellt, dass wir uns vor 35 Jahren genau über den Weg gelaufen sind, und zwar in Ahrweiler in einem Bunker. Ach, bei Wintec Simex. So ist es. Ich glaube, der letzten Wintec-Cimex-Übung, die überhaupt hier stattfand, Sie waren was ganz Hohes, ich war irgendwie was Normales, vertrat das BMI, und Sie waren, glaube ich, der Minister Üb. Kann das sein? Ich war der Minister Üb und habe die Übung ja auch beendet in Abstimmung mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, weil die NATO von mir verlangte atomare Angriffsbefehle gegen Dresden und Potsdam. Und das hat der lebende Bundeskanzler genauso wenig mitgemacht wie ich. Unfassbar. Wir flogen raus am 13. Übungstag, glaube ich, hieß es so, jetzt ist die Übung beendet. Die Bundesregierung will das so nicht oder die NATO will das nicht. Jedenfalls ging es um den Atomeinsatz der Alliierten auf deutschem Boden. Das war ja, also die Bundesregierung wollte das nicht, das heißt, der Bundeskanzler Helmut Kohl wollte das nicht, mit dem ich das natürlich alles abgestimmt habe. Und so war die Entscheidungslage. Und das prägt natürlich, wie man sich denken kann, fürs ganze Leben. Ich bin mir immer wieder sehr sicher, dass sich viele Menschen überhaupt nicht vorstellen, dass wir nah an einem Atomkrieg stehen könnten.
Unsere US-amerikanischen Freunde hätten schon um 1990 kein Problem gehabt, diesen vom Zaum zu brechen. Ein Helmut Kohl war es, der damals offensichtlich Skrupel hatte. Nun haben wir Politiker, die diese erfolgreich überwunden haben. Und so drängt sich die Frage auf, wie es den Herren geht. Zunächst Willi Wimmer. Also da geht es einem übel und schlecht und Gott weiß was alles. Weil wir sind ja groß geworden in einer Zeit, als wir gesagt haben, nie wieder Krieg. Unabhängig davon, was die Streitkräfte für Deutschland bedeutet haben. Nie wieder Krieg. Und dann kamen die Kriege, beginnend mit Jugoslawien, Irak, Afghanistan. Und jetzt stehen wir davor, uns zu fragen, ob wir den großen Krieg bekommen. Das heißt, es kann einem in diesem Land nur schlecht werden. Und mir geht's schlecht. An einen DEFA-Film anlehnend sage ich Jahrgang 1943. Mir ist sehr unwohl zumute. Auch Harald Kujat ist es unwohl zumute. Dem höchsten Militär, den wir in Deutschland hatten. Nun aber zur Gemütslage von Dr. Helmut Röber. Also meine Gemütslage ist aufmerksam, hellwach und kämpferisch. Ich beobachte, was da jetzt passiert und bemühe mich, nach meinen Kräften, die sind nicht besonders stark, also nach meinen Kräften versuche ich gegenzuhalten. Und zwar gegenzuhalten, indem ich die Leute darüber aufkläre, was eigentlich im Moment los ist. Und zwar was los ist außerhalb der Mainstream-Medien, stellt sich ja die Welt und vor allem die Lage Deutschlands ganz anders dar, als wir es vorgespielt bekommen. Wir befinden uns auf Messerschneide, was das Eintauchen in einen Atomkrieg angeht. Das Dossier. Ich bin zudem ein Flüchtlingskind, sodass ich den Aufbau Deutschlands ganz anders miterlebt habe als die meisten meiner Zeitgenossen. Meine Eltern hatten buchstäblich nichts, als sie die Flucht überdauert hatten. Alle, nichts, gar nichts. Nur das, was sie auf dem Leibe trugen. Und dieses Gefühl der Not und dieses unbedingte Durchstarten müssen und sich nicht links und rechts gucken, das habe ich von meinen Eltern gelernt. Von denen habe ich auch gelernt, dass es Quatsch ist, den Dingen hinterherzuweinen. Also zum Beispiel in meiner Familie dem Eigentum im Osten nachzuweinen. Das ist meinen Eltern überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Die waren mit ganz anderen Dingen beschäftigt, nämlich über Wasser zu bleiben und ihre Kinder zu ernähren. Und später ging es ihnen dann gut. Also das habe ich erlebt. Und dieser Staat, der es ermöglicht hat, dass es seinen Bürgern gut geht, dem habe ich gedient mit Leib und Seele. Und den Beamteneid und den Soldateneid habe ich mit Leib und Seele abgelegt. Und ich bin davon auch nicht entbunden und halte mich auch heute noch daran. An dieser feierlichen Stelle möchte ich einfügen, dass mir nichts ferner lag in der Anmoderation zu Robert Stein, das wunderschöne Bundesland Bayern in irgendeiner Form eindimensional darzustellen. Willi Wimmer. Also ich muss sagen, dass ich am 5. Mai 2000, das ist eine ganze Zeit her, dem Bundeskanzler Gerhard Schröder das Ergebnis einer Konferenz des amerikanischen Außenministeriums in Bratislava mitgeteilt habe. Und auf dieser Konferenz ist die Zerstörung Russlands beschlossen worden, vorgetragen worden. Wenn nicht gerade die Zerstörung, dann das Rausdrängen Russlands aus Europa. Dieser Brief an Gerhard Schröder ist im Internet abrufbar und nachzulesen. Das war im Jahr 2000. Das macht deutlich, das ist ein langer Prozess und da kann die Bundesregierung Rechte verändern zu unserem Nachteil, wie sie will. Das sind historische Wahrheiten, die sind archiviert, die sind in der Bundesregierung vorhanden. Ich gestattete mir, dieses Schreiben von Willi Wimmer an Bundeskanzler Schröder einzusprechen für dieses Dossier. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Willi Wimmer, Mitglied des Bundestages, Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands Niederrhein, Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Herrn Gerhard Schröder, MdB, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Bundeskanzleramt, Schlossplatz 1, 10178 Berlin, Berlin, 2. Mai 2000. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, am vergangenen Wochenende
hatte ich in der slowakischen Hauptstadt Bratislava Gelegenheit, an einer gemeinsam vom US-Außenministerium und American Enterprise Institute, Außenpolitisches Institut der Republikanischen Partei, veranstalteten Konferenz mit den Schwerpunktthemen Balkan und NATO-Erweiterung teilzunehmen. Die Veranstaltung war sehr hochrangig besetzt, was ich schon aus der Anwesenheit zahlreicher Ministerpräsidenten sowie Außen- und Verteidigungsminister aus der Region ergab. Von den zahlreichen wichtigen Punkten, die im Rahmen der vorgenannten Themenstellung behandelt werden konnten, verdienen es einige besonders wiedergegeben zu werden. Erstens, von Seiten der Veranstalter wurde verlangt, im Kreise der Alliierten eine möglichst baldige völkerrechtliche Anerkennung eines unabhängigen Staates Kosovo vorzunehmen. Zweitens, vom Veranstalter wurde erklärt, dass die Bundesrepublik Jugoslawien außerhalb jeder Rechtsordnung, vor allem der Schlussakte von Helsinki, stehe. Drittens, die europäische Rechtsordnung sei für die Umsetzung von NATO-Überlegungen hinderlich. Dafür sei die US-amerikanische Rechtsordnung auch bei der Anwendung in Europa geeigneter. Viertens, der Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien sei geführt worden, um eine Fehlentscheidung von General Eisenhower aus dem Zweiten Weltkrieg zu revidieren. Eine Stationierung von US-Soldaten habe aus strategischen Gründen dort nachgeholt werden müssen. Fünftens, die europäischen Verbündeten hätten beim Krieg gegen Jugoslawien deshalb mitgemacht, um de facto das Dilemma überwinden zu können, das sich aus dem im April 1999 verabschiedeten neuen strategischen Konzept der Allianz und der Neigung der Europäer zu einem vorherigen Mandat der UN oder OSZE ergeben habe. Sechstens, unbeschadet der anschließenden legalistischen Interpretationen der Europäer, nach der es sich bei dem erweiterten Aufgabenfeld der NATO über das Vertragsgebiet hinaus bei dem Krieg gegen Jugoslawien um einen Ausnahmefall gehandelt habe, sei es selbstverständlich ein Präzedenzfall, auf den sich jeder jederzeit berufen könne und auch werde. Siebtens, es gelte bei der jetzt anstehenden NATO-Erweiterung die räumliche Situation zwischen der Ostsee und Anatolien so wiederherzustellen, wie es in der Hochzeit der römischen Ausdehnung gewesen sei. Achtens, dazu müsse Polen nach Norden und Süden mit demokratischen Staaten als Nachbarn umgeben werden. Rumänien und Bulgarien die Landesverbindung zu Türkei sicherstellen, Serbien wohl zwecks Sicherstellung einer US-Militärpräsenz auf Dauer aus der europäischen Entwicklung ausgeklammert werden. Neuntens, nördlich von Polen gelte es, die vollständige Kontrolle über den Zugang aus St. Petersburg zur Ostsee zu erhalten. Zehntens, in jedem Prozess sei dem Selbstbestimmungsrecht der Vorrang vor allen anderen Bestimmungen oder Regeln des Völkerrechts zu geben. Elftens, die Feststellung stieß nicht auf Widerspruch, nach der die NATO bei dem Angriff gegen die Bundesrepublik Jugoslawien gegen jede internationale Regel und vor allem einschlägige Bestimmungen des Völkerrechts verstoßen habe. Nach dieser sehr freimütig verlaufenden Veranstaltung kommt man in Anbetracht der Teilnehmer und der Veranstalter nicht umhin, eine Bewertung der Aussagen auf dieser Konferenz vorzunehmen. Die US-amerikanische Seite scheint im globalen Kontext und zur Durchsetzung ihrer Ziele bewusst und gewollt die als Ergebnis von zwei Kriegen im letzten Jahrhundert entwickelte internationale Rechtsordnung aushebeln zu wollen. Macht soll Recht vorgehen. Wo internationales Recht im Wege steht, wird es beseitigt. Als eine ähnliche Entwicklung den Völkerbund traf, war der Zweite Weltkrieg nicht mehr fern. Ein Denken, das die eigenen Interessen so absolut sieht, kann nur totalitär genannt werden. Mit freundlichen Grüßen, Willi Wimmer. Das Dossier. Die Frage des Krieges oder Nichtkrieges wird zurzeit auf ein äußerst primitives Minimum reduziert, nämlich, wer ist der Russe? Nun werden Sie in meinem Buch dazu nichts, wer der Russe ist, nicht finden, aber einige Bemerkungen zu Russland, den russischen Aktionen und auch dem russischen Herrscher Putin werden Sie dort sehr wohl finden. Und wenn Sie kritisch an diese Sache rangehen und sich auch mit den Originalquellen beschäftigen. Also was sagen diese Leute? Was tun sie wirklich? Kommen sie zu einem merkwürdigen Ergebnis. Russland, insbesondere sein Herrscher Putin, haben zurzeit eine doppelte Strategie gegenüber Deutschland, gegenüber uns Deutschen. Das ist die
die eine Hand ist die Friedenshand und die andere Hand ist die drohende Faust. Das muss man natürlich deutlich sehen. Und beides sollte man ernst nehmen. Wir Deutschen oder unsere deutschen Politiker zurzeit sehen nur immer die drohende Faust und glauben, dass sie diese drohende Faust abwenden können. Das ist natürlich äußerst fraglich. Bei einem eigenen Aufrüstungsstand, der gegen Null tendiert, wirklich gegen Null tendiert. Und ich habe das mit Sorge betrachtet in der ganzen Zeit, als ich im Innenministerium und später als Verfassungsschutzchef im Amt war, wie die Bundeswehr sozusagen, die ja für uns ein ganz normales Organ der äußeren Sicherheit war, wie die Bundeswehr demoliert wurde, mutwillig demoliert wurde. Helmut Kohl ist in der Zeit immer aus Amerika zurückgekommen von den Besuchen in Washington mit dem Bemerken, ich verstehe die Amerikaner nicht, die sagen, der Dritte Weltkrieg ist verhindert worden, wir haben ihn gewonnen. Und der hat immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass man so gegenüber Russland ein großes Volk nicht behandeln kann. Aber es war nicht nur die Frage seiner Einschätzung, es war die Frage danach, dass durch die berüchtigte Wolfowitz-Doktrin des Jahres 1992 die amerikanische Politik auf Weltherrschaft umgestellt worden ist und nicht mehr auf friedliches Nebeneinander und friedlichen Ausgleich von Interessen. Und das haben wir ja dann mit dem Krieg gegen Jugoslawien zum ersten Mal erlebt und dramatisch erlebt, wo wir im Ergebnis eine Politik machen mussten, die Russen von der Adria bis hinter den Ural zurückzuschmeißen. Das war ja die erklärte Absicht. Und dann kam Irak, dann kam Afghanistan und was alles für Kriege geführt worden sind. Der eigentliche Höhepunkt des Interviews kommt für mich jetzt. Das ist Geschichtliches. Dr. Helmut Röver. Der eigentliche Zeitbruch, den kann man festmachen. Der Auftakt ist so, wie Herr Wimmer das geschildert hat, nämlich die Änderung der amerikanischen Auffassung über ihre eigene Rolle. Zunächst waren sie die Führer des Westens, unbestritten auch von uns. Wie wären wir auf die Idee gekommen, das zu bestreiten? War gar nicht möglich. Nachdem der Ostblock zusammengebrochen ist, sprich vor allen Dingen die Sowjetunion zusammengebrochen ist, waren sie plötzlich die Sieger der Geschichte. Das war eine gefährliche Änderung in der Eigenwahrnehmung, denn sie brachten das zum Ausdruck mit dem Begriff die einzige Weltmacht. Und so haben sie sich auch verhalten, die einzige Weltmacht. Und jetzt kommt der Punkt, auf den wir aufmerksam machen müssen. Die einzige Weltmacht sah sich befugt, in Russland sozusagen einzufallen mit sogenannten Investoren, also die Umwandlung der russischen Volksvermögens in diese unglückliche Aufspaltung auf die einzelnen Bürger, die nicht funktioniert hat, brachte natürlich Geldleute auf den Plan, die aufkauften, was immer nur aufkaufbar war. Mit diesem Prozess ist in der Jelzin-Ära fortgeschritten worden, bis Jelzin aufgab. Und dann wurde durch einen Verfassungstrick wurde Putin der Nachfolger. Das war ein Trick, der hat aber gut funktioniert, aus heutiger Sicht. Also Putin wurde Nachfolger. Und vom selben Tag, man kann es nach Tagen abmessen, endete der amerikanische Einfluss in Russland. Am selben Tag. Es wurde der Kreml gesäubert von allen sogenannten Beratern. Das ging im Tagestakt. Und ich habe das beobachtet, was die Konrad-Adenauer-Stiftung, die hatten da so einen Residenten in Moskau sitzen, der berichtete sozusagen im Wochentakt, was wieder Furchtbares passiert war. Alle seine Kontaktleute flogen aus dem Kreml raus und wurden durch Spezies oder jedenfalls Bekannte von Putin ersetzt, die den Putin-Kurs durchsetzten. Der Putin-Kurs war, der Ausverkauf endet. Und zwar abrupt endete der Ausverkauf russischen Volksvermögens in die USA. Diese Notbremse war so drastisch, dass der allseits bekannte George Soros
an seine Kumpels, schrieb im April 2020, schrieb er einen Brief an seine Kumpels, wir haben es verschissen, hat er geschrieben. Nicht meine Erfindung, war seine Erfindung. Mhm. Und dann hat er die amerikanische Gesetzgebungsmaschinerie hat bis ins Jahr 2002, also knapp zwei Jahre gebraucht, um das erste Sanktionspaket gegen Russland zu schnüren und in amerikanisches Gesetz umzuwandeln. Also Sanktionspaket Nummer 1, 2002. Man fasst sich an den Kopf, was hat Russland denn getan, was die Amerikaner so furchtbar Fuchsdorf ins Wild macht? Es hat den Ausverkauf seines Vermögens beendet. Dieses Sanktionspaket ist dann im Laufe der jetzt kommenden Jahre bis zum heutigen Tage immer wieder verschärft worden, aber nur so weit verschärft worden, dass die Amerikaner sich nicht von ihren eigenen russischen Rohstoffquellen abschneiden. Im Gegensatz zu uns beziehen die Amerikaner nach wie vor russisches Gas, sie beziehen Platin aus Russland, sie beziehen Gold aus Russland, was immer sie wollen. Und gestern oder vorgestern hat Putin angedroht, dass er mit diesem Export ein Ende machen wird. Und jetzt sind sie natürlich alle ziemlich aufgeregt und reden von kriegerischem Gerede. Die Sanktionen hat nicht Russland verhängt, sondern die USA. Wenn wir uns mühen wollen, Fehler bei beiden Seiten zu sehen, könnte hier aber vielleicht ein Ansatz liegen. Unter Umständen hat Wladimir Putin, vielleicht befangen vom Feindbilddenken seiner Zeit beim russischen Geheimdienst, es ein wenig an Diplomatie vermissen lassen. Eine gewisse Harschheit verbunden mit seiner Geschichte, seiner persönlichen, ließen der westlichen Propaganda Raum, ihn als Feindbild zu inszenieren. Vom Ende her gedacht hätte kein russischer Präsident eine andere Politik veranstalten können. Aber mit jüngeren Generationen wäre es dem Westen unter Umständen schwerer gefallen, seine interessengeleitete Politik Teilen der Bevölkerung zu verkaufen. Und im russischen Fernsehen sehe ich Leute, charismatisch Leute, neben denen ein Kleiderständer wie Emmanuel Macron recht alt aussehen würde, auch wenn er alleine auftritt. Humoristisch wollen wir auch enden, Willi Wimmer. Man muss sich ja nur in Erinnerung rufen, welches Bild der Bundeskanzler abgegeben hat, als er neben dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden entgegennahm, dass Nord Stream 2 zu zerstören sei. Das erinnert ja an das alte Karthago, was wir da erlebt haben. So belämmert habe ich noch nie einen Menschen neben einem anderen stehen sehen, geschweige denn einen deutschen Bundeskanzler neben einem amerikanischen Präsidenten. Das ist richtig. Und meine letzte Anmerkung in dieser Produktion: Macht Nord Stream 2 aus. Zum Ami sagt der deutsche Hans, macht die Pipeline Jans. Ein sehr spannendes Dossier, wenn ihr mich fragt. Der 15. Oktober 2024, Dienstag. Ich habe ja teilgenommen am Rügenbrückenlauf, bin endlich in die Welt des Sportes eingestiegen und habe nun auch die Ergebnisse. 6 Kilometer laufen, Gesamtplatz 1070, meine mich begleitende Freundin an meiner Seite 1071, aber Ergebnisse bei den Männern Platz 267, bei meiner Freundin 804. Was lernen wir daraus? Früher hätte man gesagt, es haben mehr Frauen teilgenommen. Heute kann es aber auch sein, viele Männer haben teilgenommen, die sich bei der Anmeldung als Frau gefühlt haben. Und alle Menschen, die so denken, haben ja auch ihren eigenen Polizeiortkommissar, den Herrn Ross, dargestellt von André Kaczmarczyk. Das Portal der Westen schreibt, die Zuschauer haben den ARD-Krimi satt. Es gab Proteste, weil er gegendert hat, auch weil er Kajal trägt. Einer kommentiert, als nächstes kleben sich da welche auf die Straße, kotz. Und wieder kann ich nur kommentieren, je mehr ihr sowas aufzwingt, desto mehr wird es abgelehnt. Ganz einfach, weil es Minderheitenpositionen sind. Und gerne sage ich dazu, dass ich diesen André Kaczmarczyk, in Suhl übrigens geboren, für einen der derzeit besten Schauspieler halte. Ein brillanter Mann oder als was er sich auch immer fühlt. Und ja, ich mochte auch Boy George und David Bowie. Und auch Jan-Josef Liefers pöbelt mal wieder herum. Canceln ist nichts, woran ich glaube. Er ist gegen Vogue-Aktivismus. In Litauen gewinnen die Sozialdemokraten, wahre Aufsteiger aber auch die Partei eines Trump-Anhängers. Die Tagesschau macht auf mit der Frage, ist der Libanon ohne Hisbollah denkbar? Allein die Frage, egal was in der Antwort kommt, wäre politischer Analphabetismus. ORF, Israel will iranische Atom- und Ölanlagen verschonen. Ach wie schön, wir beschießen mal keine Atomkraftwerke. 200 Festnahmen in New York. Es gab Proteste gegen US-Hilfe für Israel. Spiegel, die UNO verurteilt Angriffe auf die Friedenstruppe als mögliche Kriegsverbrechen. Tatort
Libanon. Krieg im Sudan, Weltkulturerbe bedroht. USA, Kamala Harris gibt Fox News ein Interview. Olaf Scholz drängt auf Tempo bei Westbalkan-Annäherung an die Europäische Union. Das ist richtig. Taus nicht geliefert. Das ist richtig. Comebacks, Ex-AfD-Chef Meuthen wird wieder Hochschullehrer. Und Ricarda Lang. Auf X-Ehe, dem Twitter-Zwitscher, schreibt sie an all die Trolle, die dachten, dass sie mich jetzt los sind, zu früh gefreut. Aha, es wird ein dickes Comeback geben. Wetter! Ein paar Tage alt Weibersommer. Machabu. Alternative Music.